Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum fünften und letzten Meta-Report. An meiner Seite ist der gute Don Arz, nicht Don Art, Don Arz. Ich bin einfach nur zu dumm zum Schreiben. Wir reden über Jungle, um einmal quasi zu erklären, was wir machen. Wir werden alle relevanten Picks in S-Tier, A-Tier, B-Tier oder C-Tier einräumen. Dabei ist die Abstufung bei S, A und B sehr genau. Bei C kommt sehr viel rein, was einfach nicht A, B oder S-Tier ist. Dabei werden wir uns nur auf Competitive Worlds Niveau fixieren. Das heißt, wir werden auch nicht über alle Champions reden, sowas wie Zyra Jungle oder so. Boys, vergesst es. Und wir werden da auch eben nur die Competitive Ebene betrachten. Wenn ihr findet, Chaco ist krass in der Solo Queue, ist es cool. Im Competitive, scheißegal, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, vielen lieben Dank erstmal, dass du heute mit dabei sein wirst. Sehr gerne, macht immer Spaß mit dir. Ja, gleichfalls. Ne? Wir schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Aber erstmal die Frage an dich: Was muss denn aktuell ein Jungler mitbringen, damit er für dich am Meta oder sogar S-Tier ist, in der aktuellen Meta? Also die momentanen Jungler, die gut sind, sind alle recht Early Game fixiert. Also sie sind zwar fein im Late Game, manche Picks, aber die meisten haben gutes Early Dueling, wie zum Beispiel Xin'Zhao oder Lee Sin. Und du hast quasi gar keine Tank-Jungler mehr, außer eventuell Skarner. Sowas wie Sejuani sieht man nach den Nerfs gar nicht mehr. Und dadurch, dass du fast nur noch Tanks hast auf Top-Lane, hast du eher eine Carry-Jungle-Meta. Also ich denke, was ein guter Jungler mitbringen muss, ist gutes Dueling, Early-Power-Spikes und an sich Playmaking-Potential. Ja, da bin ich voll bei dir. Ich meine, wir haben es jetzt bei den Worlds gesehen. Wir haben auch bei den Worlds, muss ich sagen, im Jungle die einzige Position gehabt, wo sich wirklich die Meta jetzt im Turnier schon ein bisschen verändert hat. Ne? Also wir hatten ja, am Anfang ganz viel Kragas. Und da haben wir auch schon mal den ersten Champion, über den wir reden können, weil es ein, finde ich, ein sehr, sehr tricky one. Wurde am Anfang unglaublich hoch geratet. Der AP Kragas mit dem Sonyas Third or Second Build. Genau. Ist allerdings aktuell in der Prio deutlich runtergegangen. Wo siehst du den Champion aktuell? Oder während der Worlds? Ich denke, Kragas ist ganz okay, aber er ist sehr anfällig, gepunished zu werden. Das heißt, als Kragas kannst du sehr gut proaktiv sein selbst. Du kannst zum Beispiel gute Ganks durchbringen oder wenn du zum Beispiel deine Runic Echoes fertig hast oder deine Penetration Items, bist du sehr stark selbst. Aber du wirst von fast jedem anderen Jungler im Early wirst du einfach gnadenlos gepunished. Das heißt, wenn du gegen was spielst, wie zum Beispiel Xin'Zhao oder selbst Nocturne Pre-6, kann dich easy fighten. Und das ist das größte Problem gerade mit Kragas. Und dadurch, dass jetzt, finde ich, die Jungle Clears bei den Worlds immer eindeutiger geworden sind, kann man so einen Kragas einiges einfacher exploiten. Und ich denke, deswegen hat er in Prio ein bisschen verloren und ein paar simplere Jungler, die nicht so einfach zu punishen sind, sind um einiges besser geworden. Da bin ich bei dir. Kragas hat natürlich den kleinen Vorteil, dass er flexbar ist. Wir haben ihn zwar heute auf der Top-Lane gesehen in der Syndic, aber normalerweise swappt man ihn eher auf die Support-Rolle. Haben wir allerdings auch mit sehr, sehr mäßigen Erfolg gesehen, weil da könnt ihr auch gerne nochmal ins Support-Video reingucken. Im Endeffekt, die gehen Aftershock und wenn sie jetzt nicht procken können, sind sie squishy, sterben, hast du nichts gewonnen. Was ist denn für dich? Also S-Tier können wir ausschließen. Ist es A-Tier, ist es B-Tier, ist es C-Tier? Ich denke, Kragas ist entweder schlechtes A-Tier oder gutes B-Tier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Starten wir einfach mal mit gutem B-Tier und gucken mal, was wir noch so rein haben. Was sind denn aus deiner Sicht aktuell die Creme de la Creme des Jungles? Ich denke, die besten vier sind wahrscheinlich Lee Sin, Xin'Zhao, Nocturne und Olaf. Okay. Aber davon sind, glaube ich, nicht alle S-Tier. Da muss ich jetzt ein bisschen überlegen, was ich am besten finde. Ich kann ja schon mal reinziehen. Ich kann dir übrigens einen Tipp fürs Leben geben. Ja. Übelster Life-Changer. Geh mal auf Extras bei TS. Ja. Auf Optionen. Ja. Auf Aufnahme. Ja. Auf erweiterte Option. Wo ist denn bei Aufnahme erweiterte Option? Ganz unten. Das ist so ein Häkchen, was du nochmal setzen musst. Ah, da, ja. Dann automatisch Stimmnormalisierung machst du den Haken raus. Okay. Changes your life. Du kannst ist nämlich. Das, jetzt wenn ich super laut bin, dass es mich da drunter regelt? Eben, und jetzt kannst du in Teamfights die Leute endlich so zusammenschreien, wie du es immer wolltest. Okay, alles klar, danke dir. Also, ich glaube, wenn man sich vor allem die Worlds anguckt, ist vor allem Lee Sin sehr gut geworden. Vor allem, weil halt die Worlds-Jungler alle ziemlich gut sind. Und Lee Sin ist halt, wenn du gut auf dem bist, ist der komplett insane. Das heißt, sein Early Game ist gut. Er ist übel hart zu punishen, weil er so mobil ist. Und
hat einen übelst krassen Level 6 und One-Item-Power-Spike. Ich meine, wir haben es Eingemisch. bei Proxer gesehen. Ja, das war komplett insane, was gespielt hat auf Lee Sin. Also er hat wirklich gut abgecarried. Xin natürlich auch ein Jungler, den wir relativ oft gesehen haben. Für dich auf Ja. demselben Level wie ein Lee Sin? Ich denke ja. Also ich denke einfach nur aus dem Grund, weil ein Xin Zhao um einiges einfacher umzusetzen ist. Das heißt, einem Xin Zhao, einem Lee Sin kannst du nicht jedem Jungler in die Hand drücken, aber die guten Jungler werden damit mehr machen. Aber Xin Zhao kannst du wirklich jedem Jungler geben und die werden immer fein darauf sein. Ja, das haben wir auch gesehen. Ich meine, wir haben übrigens auch das, was du gesagt hast, bei Kragas sehr schön gesehen im direkten Duell. Fnatic gegen IG war es, glaube ich, War es ja. gegen IG? Ja, Ja, glaube schon. ich glaube, da war das. Bis gerade auch Ja, mein das war Gehirn das Lee hat Sin schon. Gragas Matchup. Und das Ja. ist actually ist das ein eines der besten Matches für Gragas. Ja, by far. Du kannst ja den Q mit dem E interrupten, aber did not happen. Aber das war doch das Ding. Ich habe das Gefühl, wenn Kragas behind ist auf dem Item-Build, hast du halt wenig Fallback. Du wirst ja nie tanky so. Du bist ja einfach Richtig. immer tot. Es sucks to be Kragas. Aber es sucks ein bisschen weniger. Ein Pick, der bei den Worlds unglaublich in der Prio gewonnen hat, zumindest aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob es ähnlich ist, ist auf jeden Fall der Nocturne, der halt gegen 1-3 und mit 1-3 jetzt ist ja komplett broken. Holy fuck. Ja, ich würd auch Nocturne als letztes in Este reinpacken und dann Olaf gutes Atem setzen. Ich denke, das ist so meine finale Entscheidung, weil Nocturne hat halt ein übelst gutes Level 6. Vorher verliert er gegen die meisten Jungler, die zumindest gerade Meta sind. Ja. Aber zum Beispiel hat Nocturne auch ein ziemlich gutes Matchup gegen Lee Sin. Das war schon immer eigentlich ein Counter-Matchup, weil der Lee Sin dich nicht one-shotten kann, wenn du seinen Q blockst mit einem Special, den Ja. ersten Q. Dann macht er nicht viel gegen dich. Ist deswegen auch härter, den Nocturne zu punishen. Mit Xin Zhao zum Beispiel ist es easy, Nocturne zu punishen. Du jumpst einfach auf ihn drauf und er hat nicht wirklich Counterplay. Ja. Selbst wenn er dich viert und spielst Face Rush, kann er danach nicht gegentraden. Das heißt, er überlebt dann mit 30% HP, muss eigentlich Base gehen. Deswegen würde ich sagen, Nocturne ist auf jeden Fall S-Tier, vor allem wegen seiner Ulti. Die ist halt super gut. Vor allem im Competitive Play, wenn du mit der ersten Ult was durchkriegst, ist es eigentlich garantiert, dass du danach sehr viel Impact haben wirst. Und für mich dadurch der drittbeste Jungler auf dem Patch, auf dem Worlds Patch. Da bin ich bei dir. Olaf haben wir am Anfang ganz, ganz viel gesehen und der Counterpart zu Olaf oder warum Olaf ja reinkam, ist ja auch ganz viel Skarner. Und Skarner ist, finde ich, einer der schwerst einzuschätzenden Champions, weil er eigentlich sehr viele Stärken hat, aber er im Late Game einfach dadurch, dass jeder QSS baut, übel schwach wird, aber gleichzeitig forst er jeden QSS zu bauen, was ja schon wieder mega geil ist. Wie schätzt du ihn ein? I don't know, ich bin nicht so der Skarner-Fan. Früher, als Skarner Meta war, da hattest du komplette Tank-Jungle-Meta mit Gragas-Tank, Sejuani, Zek, Jarvan-Tank und Skarner. Und Skarner hat halt gegen jeden Tank gewonnen, weil er im Early Descent Passive um einiges besseren Jungle-Clear hatte und jedes 1 gegen 1 gewonnen hat. Ja. Und auf dem Patch verliert Skarner gegen jeden. Also, Auch ich das 1 glaube, gegen das 1? einzige. Gegen die meisten Champs schon, einfach straight up. Also, die einzigen guten Matchups, die ich finde für Skarner, ist zum Beispiel Jarvan. Jarvan ist ziemliches gutes, also ist eigentlich ein ganz gutes Matchup für Skarner. Und der Rest ist echt schwer, finde ich. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie Lee Sin, Nocturne, Xin Zhao, Olaf 1 gegen 1 spielen gegen Skarner, da sehe ich nicht viel Land für ihn. Bin ich bei dir? Würde ich jetzt mal ein B-Tier verfrachten? Denke ich auch, Ich ja. denke, da ist er ganz gut aufgehoben. Du hast mit Jarvan den nächsten angesprochen. Witzigerweise ja immer eine insane Prio in der deutschen Szene. Ja, Ist das ja stimmt. komplett disgusting, eure Pickbuns zu predikten bei so einem Tumult hier. Competitive könnte ich mir vorstellen, dass er noch relevanter wird, weil ich glaube, dass dadurch, dass sowas wie Xayah jetzt wieder in die Meta gerutscht ist. Also, immobile Carries sind immer ein Grund dafür, Jarvan zu nehmen, weil du sie ja einsperren kannst. Und Jarvan kann, glaube ich, dadurch in der Toplane wieder Meta werden. Habe ich auch mit Tolkien drüber geredet. Und dann ist Jarvan halt wieder ein vernünftiger Flex. Aber aktuell nicht so wirklich stark, oder? Nee, auf Worlds-Niveau nicht. Also da sieht man auch eine ganz klare Abgrenzung. Die besten der besten Jungler legen nicht viel Wert auf Jarvan und die deutschen Jungler schon. Ich denke, auf Worlds Meta würde ich ihn da reinpacken, wo du ihn gerade hingesetzt hast, auch in B-Tier. Ist für mich kein A-Tier-Jungler. Hat seinen Platz, aber hat, finde ich, zu viel Risiko. Also hat, finde ich, noch ein bisschen mehr Risiko als Gragas, weil du mit Gragas kannst du doch auf Sunjas gehen. Und hast mit deiner Ult und Sonja ist eigentlich immer eine recht gute Absicherung. Und Jarvan da quasi nur die EQ-Combo. Einmal das Stopwatch und dann GA und das ist quasi alles, wenn du ihn, also wenn du ihn überhaupt auf AD baust. Oder Arguin, der Für einfach mich. beides hat. Ja, genau. Also ich denke, er ist fein.
Aber auch er verliert gegen die meisten Jungler das Early 1v1. Ja. Das heißt, Lee Sin ist ein Counter zu ihm, genauso wie Xin Zhao. Nocturne ist ein gutes Matchup für Javan. Olaf ist auch okay. Und Skada ist, denke ich, recht even. Und Gragas ist auch eigentlich ein okay Matchup. Aber die besten, also die S-Tier-Jungler heizen ihm auf jeden Fall gut ein. Aber da kommen wir sofort zum nächsten Pick. In Deutschland unglaublich viel gespielt. Bei den Worlds. Oh, da bin ich jetzt gar nicht so sicher. Mein Brain ist ein bisschen dead. Kha'Zix weiß nicht, ob wir ihn wirklich gesehen haben. Uff. Ich glaube tatsächlich super wenig. Glaube ich Warte. tatsächlich auch. Also. Ist aber gar nicht so schlecht. Für mich wäre das, glaube ich, sogar ein A-Tier-Jungler. Wirklich? Aber, ach, schwer einzuschätzen. Ah, vermutlich nicht. Nee, auf World Meter. Auf World Meter bestimmt nicht. Wahrscheinlich ein B-Tier-Jungler. Also, ich versuche gerade nachzudenken, was in den Worlds Games gepickt wurde und ob er da überhaupt gespielt wurde. Ich guck mal gerade nach, weil ich hab's gerade eh offen. Nee, Kha'Zix wurde Ja, schauen nicht wir ein einmal bisschen noch. gespielt. Really? Okay. Hätte Also, ich nicht gedacht, weil es in sei Solo Queue und in der denn. deutschen Szene sieht man ihn recht viel. Insane, Alter. Wir haben ja auch heute wieder gebannt gesehen. Nee, er hat sich Ja. kein Pick. Weniger gepickt als Trundle. Witzig. Okay. Weißt du, ob Grace oder Kindred gespielt wurden Ich auf kann es Worlds? dir raussuchen. Kindred tatsächlich insane viel. Warte mal. Bin ich hier in dem richtigen Jahr? Ja. War gerade irritiert. Kindred hat. Wait, what? Kindred hat 17 Bans kassiert. Ja, okay. Da wollte ich nämlich auch gerade zu sprechen kommen. Hä, wie ist das denn an mir vorbeigegangen? 17 Ja, Bans ist ich doch habe auch insane gerade viel. versucht drüber nachzudenken. Und Graves? Gar nicht gespielt? Gar keine Prio? Auf der Doch, Queen? Graves haben wir zweimal gehabt, aber. Ja. Also Ja. zweimal ist jetzt nicht wirklich Prio, ne? Das ist schwer für mich zu differenzieren. Also ich glaube, die Jungle, die wir hier aufgelistet haben, das sind quasi so die Jungle, die auf Worlds gespielt werden. Und darüber hinaus gibt es echt nicht mehr viel. So zum Beispiel Sejuani sieht man, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube auch, die wird hier von allem gerade komplett durchabused, oder? Ja, ich finde Sejuani persönlich gar nicht so schlecht, weil sie vor allem gegen Lee Sin und Kha'Zix auch im Early Fine ist. Also Ja. sie kann da nicht so hart gepunished werden, weil sie mit Q entweder ihr Aftershock proc't und dann rauskommt oder einfach so rauskommt. Finde ich zumindest gar nicht schlecht, aber wenn die Games sehr koordiniert sind, dann hast du mit Sejuani viel zu wenig Value Pressure auf World Niveau. Ja. Deswegen wahrscheinlich eher ein C-Tier-Champion. Nee, Da nehme würde ich aber mal ich. mit rein. Du wolltest aber. Warte mal, wen hatten wir davor? Du wolltest noch auf Kindred Kindred eingehen, Grace. ne? Ja. Wie stark findest du Kindred? Ja, Kindred in den Jungle-Matchups gerade. Sie verliert gegen Lee Sin, sie verliert gegen Nocturne und sie verliert auch gegen Xin Zhao. Und auch gegen Gragas verliert sie. Sie ist recht gut gegen die anderen drei, also gegen Skarner, Olaf und Javan ist sie recht fein gegen und auch gegen Sejuani gewinnt sie. Aber gegen die S-Tier-Jungler hat sie auch eine Menge Probleme. Also im Early Game ist es okay, aber sobald es dann gegen Richtung Level 6 geht, hast du eine Menge Probleme mit Kindred. Ich würde Okay. sagen, dass sie B-Tier ist. Okay, ich pack Wie sie steht den da anderen Champs? mal rein. Ein Champion, den wir vergessen haben, danke für Chat, ist Talia. Oh ja. Ja, stimmt. Habe ich auch vergessen. Talia, denke ich, ein klarer A-Tier-Champ. Hat eine Menge schlechter Matchups im Jungle, aber du könntest quasi jedes Matchup avoiden, wenn du gut bist auf Talia. Und vor allem im späteren Spielverlauf, so einem Item, denke ich, dass eine Talia sehr viel Impact haben kann. Ich Vor finde auch, allem dass mit die der. Ult im Competitor so viel stärker ist, so na. Ja, garantiert. Also für mich ist sie der zweite A-Tier-Jungler. Ich finde sie nicht S-Tier-würdig, weil sie einfach zu angreifbar ist, wenn du tatsächlich weißt, wie man das Matchup spielen kann. Das heißt, Xin Zhao und Nocturne Lee Sin gewinnen alle im Early gegen Talia und das auch für sehr lange. Also bis Level 9 und Runic Echoes macht Talia, denke ich, nicht so viel, um ehrlich zu sein. Ja. Bin ich bei dir. Ich habe dir gerade mal die Listen geschickt. Also irgendwie war das ein Bug mit Kindred und 17 Picks. Ich Ja, okay. war auch echt irritiert. Aber Kindred wurde viermal gespielt. Also einer, die meistgespielten sind, oder die meisten Pickbun quasi sind. Warte mal, ist das hier die Pickbun, wonach ich gemacht habe? Ich weiß nicht genau. Es sind aber auf jeden Fall Nocturne, Olaf, Talia, Gragas, also sehr, sehr gut abgebildet, was du bis jetzt gesagt hast. Xin, Lee Sin, Camille und dann Kindred. Und Camille haben wir auch noch nicht durchgesprochen. Oh, ich Ja. finde, das ist ein guter Übergang, auch noch über diesen Champion zu reden. Ja. Das stimmt. Und move Talia noch ins A-Tier rein. Wen? Talia musst du noch ins A-Tier-Punkt, nicht ins S-Tier. Ah, Tier. Oder Ich denkst du, bin. sie ist S-Tier? Nee, ich war überrascht und
dachte, ich diskutiere am Ende. Aber du hast A-Tier gesagt und ich denke mir, okay, S-Tier ist, warum will er sie in S-Tier haben? Ich bin ein bisschen retarded. Nee, ich sehe sie nicht als S-Tier-Jungler. Aber ich sehe sie, okay. Tadi ist für mich einer der Champions, die sehr, sehr kopfabhängig sind, quasi. Ja. Weil sie halt an sich mega stark ist. Aber es gibt einfach Comps, die quasi, weißt du, diese, ich stell mir vor, Tristana wird jetzt wieder Meta. Was ich glaube, was nicht so unwahrscheinlich ist. Dann glaube ich, ist Talia instant mehr worth, weil allein dieses Ulten, damit du 5 Sekunden Turrets hitten kannst, ist mit sowas wie Tristana halt fucking broken. So. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, allein dadurch glaube ich, dass Talia noch bedeutsam werden wird für die Worlds, aber sie ist für mich kein ST-Jungler. Ja, da bin ich ganz bei dir. Talia ist halt sehr Spieler und vor allem sehr, sehr, sehr komp-abhängig. Das heißt, in der richtigen Team-Comp ist Talia ein übel insider Pick, wenn du zum Beispiel sowas hast wie Zion Alistar kombiniert oder so eine Champs wie Zion, Alistar, Aatrox, Urgot. Die ganzen Champs, die Front-to-Front reinfahren und niemanden durchlassen und die Tanks, die ziehen, da hast du mit Talia komplett viel Freiraum. Aber wenn du gegen eine Com spielst, die Backline-divet, und das machen viele der momentanen Jungler, sowas wie Nocturne, Xizao, Lee Sin, die gehen alle rein auf dich, da hast du Probleme. Also ein sehr situativer Champ, aber auf jeden Fall A-Tier. Und Camille, boah, die sieht man im deutschen Raum und auch in der Solo-Queue fast gar nicht mehr. Ich glaube, sie ist tatsächlich bei den Worlds so besonders wegen der Flex-Möglichkeit, ne? Ja, denke ich auch. Ist für mich auf keinen Fall S-Tier und auch kein A-Tier-Jungler. Ich glaube, sie wäre für mich sogar ein C-Tier-Champ. Also, ich sehe sie nicht auf demselben Level mit den B-Tier-Champs. Ich denke, sie ist C-Tier. Als Jungle-Champion, wenn man die Flex-Möglichkeit natürlich gut verwendet und dann ein gutes Jungle-Matchup oder ein gutes Top-Melee-Matchup mit dem Camille-Pick rauskriegt, dann könnte sie B- oder A-Tier sein. Aber so komplett trocken als Jungler ist sie, denke ich, nicht gut. Wie ist denn, also, wie sind denn die Matchups? Weil Camille hat natürlich diesen Stun, aber natürlich auch super easy predictable. Man stellt sich immer den Q über geil vor, aber im Early Game kannst du einmal den Leuten quasi da sagen, wie sich die Camille verhält auf den ersten Level. Ich denke, du verlierst eigentlich gegen einen guten Xizao auf jeden Fall immer. Nocturne ist auch recht schwierig, gegen Olaf verlierst du immer. Möglichkeiten hast du aber gegen Talia und Lee Sin, wenn du gut bist, könntest du dagegen was machen. Auch gegen Jarvan und Kindred hast du viele Möglichkeiten. Aber die restlichen Matchups, wenn wir jetzt die Joanne nicht mit reinzählen, sind recht schwierig für dich. Es ist ein sehr skillbasierter Champ. Das heißt, wenn du gut auf Camille bist, das ist so ähnlich wie mit Talia, kannst du eigentlich aus jedem Matchup fein rausgehen und mit deinen Items was machen oder mit Early-Gang-Möglichkeiten, aber ist sehr, 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 sehr spielabhängig. Das heißt, so die Hälfte der Matchups, die sind halt noch nicht mal gut für dich, die sind einfach nur spielbar. Jo. Und die andere Hälfte ist schlecht. Ja, ich bin da bei dir. Also ich glaube auch, dass Camille quasi Probleme hat. Ich glaube auch, dass das Ding ist, wenn wir uns die Jungler angucken, ist der Kill-Speed von Camille halt auch wirklich nicht gut, ne? Ja, sehr bad, sehr also, bad. Vor allem für Crux und Raptoren, die übel wichtig sind gerade. Jo, also gerade da sind halt sowieso alle S. Aber, sie ist einfach da am schlechtesten. Ich glaube trotzdem, dass wenn wir Worlds angucken, ist halt schwer. Ich glaube, ich würde sie in C-Tier lassen, wenn wir Sejuani raushauen. Ja, können wir machen. Weil ich glaube, Sejuani ist wirklich ein Non-Faktor. Ich glaube tatsächlich, dass das quasi das Ding ist. Dann können wir auch am Ende nochmal gucken, ob wir das feiner differenzieren, aber ich glaube, so ist es fein. Wir hatten einen Pick, den ich ansprechen will noch. Achso, Kha'Zix hatte ich vergessen einzuordnen, weil er auch nicht gepickt wurde bei den Worlds, ne? Ja. Kannst du einmal erklären, warum er für dich so stark ist und wie du glaubst, wie es im Competitive, also im Highest Competitive ist? Also ich denke halt, dass du mit Kha'Zix diese ganzen guten Jungler gerade, kannst du mit Kha'Zix eigentlich alle matchen und auch outplayen. Und diese Matchups sind auch tatsächlich ganz gut. Das heißt, alle S- und A-Tier-Matchups sind spielbar für einen guten Kha'Zix. Das heißt, das Lee Sin-Matchup ist gut, wenn du gut... Also wenn beide Jungler gut sind, dann gewinnt das Kha'Zix nach Level 6, weil du mit deiner Ulti Lee Sin-Ult zum Beispiel dodgen kannst. Das Xin'Zao-Matchup ist selbst vor Level 6 schon besser. Nocturne wird dich niemals Level 1, also 1v1 matchen, das gewinnst du aber auch. Und die Talia besiegst du auch, eigentlich zu jedem Spielzeitpunkt. Der Olaf macht dich nass, ganz klar. Aber ich denke, dass
Vor allem in der Szene, wo du viele Kills kriegen kannst, wie jetzt zum Beispiel in der deutschen Szene, oder wo du unpunished farmen kannst für dein Level 6, da machst du mit einem Kha'Zix einfach mehr. Aber er bringt dir fürs Team nicht viel. Seine Early Ganks sind nicht wirklich gut. Also wenn die Gegner hart misplayen und du in einer Lane joinst, wo entweder der Gegner gerade gankt oder eine 2v2 oder 1v1 passiert, da kann Kha'Zix es machen. Aber sowas wie ein Nocturne Ult Gank oder einen Lee Sin Level 6, einen Xin Zhao Early Gank, sowas kann er einfach nicht durchbringen. Ich Und glaube auch, deswegen ist dass. er, denke ich, ja. Ich bin da bei dir, weil ich finde auch, wenn wir uns die Picks angucken, so, sowas wie Olaf, Skarner, Kragas oder so, die kommen aktuell alle über diese Predator-Ganks. Und die anderen haben halt quasi einen Solid Gap Closer mit einem Soft CC. Und ich finde, Kha'Zix fällt halt deutlich gegen ab. Also gerade weil zurzeit ja alles so Mid-Bot-centered ist, finde ich, sind die Ganks von Kha'Zix da einfach. Strange. Weißt du, ich glaube, sie sind gar nicht so bad, aber in meiner Vorstellung, wenn ich Midlane spiele und ich denke, ein Kha'Zix gankt mich, denke ich mir immer nur, boah, kann er mich one-shotten? Und nie, oh, gibt er ein Setup für den Enemy Midlaner. Weißt du? Und ich glaube, diese Damage-Sache ist auch das Problem. Aber ich kann mir, in welches Matchup würdest du denn am ehesten vorstellen, dass man den Kha'Zix reinpickt, wenn wir ihn bei den Worlds sehen würden? Also, was ist das beste Matchup von den, von Talia. S. Tanya? Mit Okay. Anstand Talia, ja. Kha'Zix ist ein Hardcounter zu Talia. Okay, weil ich kann mir echt vorstellen, dass wir es noch irgendwie sehen. Gerade wenn die Games wieder ein bisschen slower werden und es weniger hart gepunished wird, wenn du nicht den härtesten Impact am Anfang hast. Ja. Ich mach Kha'Zix mal in dein Herz. Das habe ich bei jedem bei irgendeinem Pick gemacht. Bei dir wird es der Okay. Kha'Zix. Es würde natürlich mit anderen Champions wie Nunu mehr Sinn ergeben, aber du kriegst den Kha'Zix. Sollte gepickt werden. Wissen alle, du hattest ihn in deinem Herzen. Da sind wir auf jeden Fall da am Start. Und ein Pick, den ich gerne ansprechen würde, er wurde natürlich noch einmal gepickt, aber Nocturne ist ja einer der Gründe, warum so viel gespielt wird. Es war 1-3-1, relativ metadominant ist bei den Worlds und Nocturne darin sehr, sehr gut ist. Ein Pick, der einmal bei den Worlds gespielt wurde, nämlich Evelynn, hatte ja im Endeffekt eine ähnliche Pressure auf die Side-Lanes, wie es ein Nocturne hat, dass du diese Engages denies, dass du immer drum herum spielen musst. Wie gut ist Evelynn? Glaubst du tatsächlich in diese Matchups rein? Weil eigentlich wird sie doch von allem gebumst, oder? Evidence Dogshit. Ich weiß auch nicht, warum man die auch picken sollte. Auch nicht in Worlds. Hat bestimmt nicht gewonnen, oder? Das Game, wo sie gepickt wurde. Ja, gut. Da muss ich sagen, lag es nicht am Pick, aber nein. Okay. Ja. Ich weiß nicht, also wenn du dir vorstellst, auf dem Papier sieht es natürlich so aus, 1-3-1 kommt, 1-3-1 kommt Evelynn, Chocuzil, die gankt die Sideliner und one-shottet die einfach, aber dein Early Game ist so terrible. Also du kriegst von, also selbst der Sejuani würde dich nass machen im 1v1 Pre-6. Ja. Und dann selbst danach, das Setup, wie du mit Evelynn die Sidelines tötest, ist zwar nice wegen der Invisibility, aber der Nocturne mit der Ult ist so disruptive und vor allem wegen der Darkness, was eigentlich der krasseste Part ist von der Ult, dass die Gegner nicht wissen, was abgeht, nicht TPen können, nicht Ja, Galio ulten true. können. Da macht ein Nocturne einfach 10-mal mehr und eine Evelynn ist einfach, vielleicht, wenn sie snowballt und der Head kommt, dass sie auch in einem 5 gegen 5 Teamfight jemanden one-shotten kann und überlebt, dann könnte sie gut sein. Aber ich glaube, jeder Jungler of Worlds würde eine Evelynn übel hart punishen. Ich glaube auch. Das heißt, du kannst der Evelynn nicht blind picken. Das heißt, du musst einen deiner Counterpicks für Jungle aufsparen. Und dann ist es sehr schwierig, auch irgendwo noch Prio-Lanes zu holen. Das heißt, wenn du Evelynn hast und du wirst auf zwei Lanes eingepusht, dann kannst du zu deinem Jungle eigentlich gut sagen. Ja, bin ich bei dir. Also, das ist für mich auch das große Problem mit Evelynn. Aber ich finde, es ist immer super schön zu sehen, wie quasi so Picks sich ja an sich ähnlich erscheinen, aber es überhaupt nicht sind. Ein Pick, den ich noch besprechen will, auf jeden Fall ist der Graves. Ich meine, Graves müsst ihr wahrscheinlich doppelt in dein Herz da unten reinschieben. Ja, auf jeden Fall. Traust du dir eine objektive Meinung zu Graves zu? Ich denke, es ist so ein bisschen wie Kha'Zix. Ich glaube, dass Graves noch mehr Early Pressure hat. Vor allem hat Graves den Vorteil, er kann immer ohne Leash starten, auf jeder Seite der Map, und so seinem Team erstmal helfen und vor allem das Gegner-Team ein bisschen Early Pressure entnehmen, weil wenn du nicht weißt, wo der Gegner-Jungler startet, ist es schwerer, ihn vorherzusehen und du musst seine Ganks ein bisschen respektieren. Ja. Problem, was er hat, wir haben es schon gesagt, alle Jungler in der Liste haben entweder gute Ganks, einfach von ihrem Kit oder wegen Predator. Und Graves hat das nicht wirklich. Er hat ein sehr gutes Scaling und ich finde auch, dass Graves ziemlich underrated ist. Also,
wenn der offen ist in der deutschen Liga, würde ich den immer nehmen, egal wann. Weil ich denke, dass er gut ist. Aber. Ich meine, Bernd grüßt, ne? Bitte? Bernd lässt grüßen. Also da. Ja, ja. Ne? Da habe ich auch. Also da, ich hätte ja auch nicht damit gerechnet, dass ich Grace bekomme. Aber auf Worldsmeter, ich glaube, der Champ bringt einfach nicht genug mit. Selber Grund für Kha'Zix. Kha'Zix bringt auch nicht genug mit, dass ein Jungler gerade relevant ist. Also, ich glaube nicht, dass wir ihn sehen werden. Ich glaube, es gibt zu viele gute Juggler, die einfach besser sind. Aber wir haben schon zwei Graves gesehen, ne? Ach, haben wir auf World schon gesehen? Ja, ja, ja. Wait, ich glaube, ich habe dich aber eben betrayed und es dir nicht gesagt. Tatsächlich, zwei Graves, zwei Jarvan, beide keinen Sieg. Ja, ich sehe es gerade. Kein Kill bis jetzt. Oh, okay. Eieiei. Ein halben Assist pro Game. Also ein Assist gab es insgesamt. Aber ja, gut. Wir haben Graves schon gesehen. Ja, vielleicht. Also wenn ich jetzt... Ich würde ihn eigentlich in eine Comp reinpicken, in die ich Talia auch reinspielen würde. Aber Graves bringt ihm einiges bei Sicherheit mit. Einfach alleine. Zum Beispiel, wenn du eine Front-to-Back-Comp hast und du hast den Graves, dann ist das wie ein zweiter AD-Carry. Ja. Aber den Graves kannst du eigentlich nicht punishen im Early-Game. Ich glaube also wirklich, dass... Keiner dieser Champs, bis auf Xin'Zhao, kann Graves wirklich punishen. Ja, ich bin da bei dir. Also ich glaube auch tatsächlich, dass wenn Games Lore wären, Graves interessanter werden würde, auch weil sein Clearspeed ja disgusting ist, quasi. Er ist ja so gute Powerfarm mit Skate gleichzeitig so gut, dass es tatsächlich sehr angenehm ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass aktuell die Meta zu sehr für Jungler um die Ganks geht. Also ich glaube, solange das so sein wird, werden wir kein Graves sehen. Denke ich auch. Und ich glaube, dass es... Ich trau aber zu, dass Graves kommt. Und ich würde ihn deswegen einfach in C-Tier packen. Ja. Weil ich mir vorstellen kann, dass er kommt. Ein Pick, der in C-Tier auch relevant werden könnte, weil das ein bisschen ähnlich wie Kamel, das ist für mich Poppy. Wobei Poppy nochmal ein bisschen mehr matchabhängig ist, natürlich. Aber ist Poppy... Also, weil Poppy halt eben auch flexbar ist, quasi. Wie stark schätzt du Poppy ein? Weil ich glaube, sie ist... Zumindest Top ist, glaube ich, ein bisschen underrated. Ja, ich denke, sie hatte eine sehr hohe Relevanz als quasi... Nur Gragas und Camille wirklich viel im Jungle gespielt wurden. Da war sie übel gut. Aber gegen diese Champs, die momentan viel gespielt werden, ich meine, sie hat auch ein gutes Matchup gegen die Sinn. Aber sowas wie Xin'Zhao, Nocturne, Olaf vor allem, auch Talia, da hast du als Poppy keine Schnitte gegen. Ist so für mich so auf demselben Level wie Camille, wegen der Flexbarkeit. Und sie hat einen decent Kit. Man würde sie, also ich würde sie auch auf Blitter spielen. Hat dann auch eigentlich ziemlich decent Ganks, aber für mich nicht ansatzweise auf dem Level mit den BA oder S-Tier Junglern. Ich finde auch, was bei Poppy hinzukommt, ist, dass nehmen wir uns einen Nocturne. Na? In idealer Teamfight für Nocturne ist, du drückst Ultimate, aktivierst dein Q währenddessen, fixst den Enemy ADC über krass, gehst zum Support, stirbst. Möglich. Oder killst sie von mir aus auch noch. Der Worst Teamfight mit Nocturne ist, du ultest auf den ADC, Q'st, Autotext, er tötet dich und der ADC geht mit 10% Leben raus. Weißt du, das Best-Szenario und das schlechteste Szenario sind gar nicht so weit auseinander bei Nocturne. Bei der Poppy habe ich das Gefühl, mit einer guten Poppy-Ult gewinnst du halt instant Teamfights. Wenn du die Frontline krass rausdonnerst und auf die Backline guten E triffst, übel krass, aber ein scheiß Poppy-Teamfight, wo die Ult gecancelt wird und du einfach nur rumläufst mit deinem E und versuchst die Leute ein bisschen anzurammeln, leistest du halt nichts. Also ich finde, Poppys Best- und Worst Teamfights sind einfach so weit auseinander, dass ich das Gefühl habe, dass da einfach voll das Risiko ist. Ist auch 10-mal schwierig, einen guten Teamfight mit Poppy zu haben als mit Nocturne. Jo. Mit Nocturne hast du Point and Click und hast schon so viel Utility mit der Ulti und eine Poppy-Ult anständig einzusetzen, ist insane schwer. Also die Poppy-Ult impactful, gut für dein Team einzusetzen, wenn du das gut kannst, mit wie sie Chachi zum Beispiel. Ja, ist insane. Sehr kostbar, aber. Ist sehr schwer. Ich habe Poppy selbst schon gespielt und spreche aus Erfahrung, Ults sind da nicht immer zugunsten von deinem Team. Ja, kann ich voll verstehen. Also ist für mich halt auch irgendwie das Ding. Was wir noch gesehen haben, ist Nidalee, aber die würde ich hier nicht einraten, weil ich nicht glaube, dass sie nochmal kommt. Nee, denke ich auch nicht. Ist halt gut gegen Tank Jungle und davon hast du quasi gar keine gerade. Ja, und dann hätten wir noch einen Zac, aber auch der hat, glaube ich, hier wenig zu melden, ne? Richtig. Zac, guter Champion gegen Sejuani, du farmst einfach und hat ein bisschen den Charme von Jarvan. Immobile AD Carries leiden sehr gegen Zac, aber Jarvan ist, finde ich, einfach der bessere Zac. Besseres Early Game,
besseres Dueling, was wir ganz am Anfang gesagt haben, was wichtig ist für momentan eine gute Jungler. Ja. Und Zac hat das gar nicht. Du wirst übel gepunished von allen Junglern auf dieser Liste. Selbst von Skala wirst du gepunished. Und der Reward ist, das Risiko ist so hoch, dass es den Reward wert ist. Ja, bin ich bei dir. Ein letzter Pick, den ich doch ansprechen möchte, ist gerade, weil wir sehr, sehr lange zum Beispiel sehr viel Olaf gesehen haben oder auch Xin. Und was man früher manchmal dagegen gesehen hat, ist der Trundle. Möchtest du einmal den Leuten da draußen deine Meinung zu Trundle mitteilen und sagen, warum du ihn, oder ich erwarte mal, dass du ihn jetzt nicht so krass findest, aber hau mal gerne raus. Totgedurft. Jo. So, kann man in einem Wort zusammenfassen. Er war sehr, sehr gut. Hard-Counter zu Olaf. Gut gegen jeden Tank. Mit einem übel starken Dueling im Early Game. Und sie haben alles genervt. Also E-Cooldown haben sie genervt. Und was ihn am schlimmsten getroffen hat, war der Q-Damage. Ist einfach. Die Zahlen sind einfach zu schlecht mittlerweile. Gut, ich Das finde auch Kit ist immer die. noch fein, aber er macht nichts mehr wirklich. Vor allem finde ich es krass, weil das einer der wenigen Champions ist, der, wo Riot sich wirklich die Mühe genommen hat, ihn für alle Rollen zu nerfen. Ne? Du hast den Pillar-Nerf für Support gehabt, du hast den Q-Nerf gehabt für Jungle the Top. So, die haben richtig ausgeteilt. So, normalerweise hast du halt nur eins von denen. Und dann wird es halt auf der Rolle nicht mehr gespielt. Aber das hat gut geklatscht. Ja, richtig. So, ich glaube, damit sind wir auch tatsächlich am Ende angekommen. Mir fällt zumindest niemand mehr ein. Der Twitcher darf sich natürlich gerne nochmal beschweren. Warum sieht man aktuell keine Vi? Achso, am Ende mache ich immer nochmal so drei. Ihr dürft jetzt einmal Fragen stellen, Twitch-Chat, Leute. Und ich hau die alle weiter an Don Arts. Warum sieht man keine Vi? Puh. Jetzt, wo ich so gerade drüber nachdenke, wäre die einzige Erklärung, die ich habe, dass ihre Zahlen wohl sehr schlecht sein müssen, weil das Kit von Vi ist eigentlich ganz okay, wenn ich so drüber nachdenke. Aber die habe ich so lange nicht gesehen. Also, legit, ich habe öfter Garen in meinen Games gehabt als eine Vi. Alter, ich habe heute zweimal Gavin gehabt in der Aufnahme mit Sola. Ich war komplett mindblown. Aber ja, Ja. also ich habe auch keine Wahl gesehen. Also ich habe eben auch drüber nachgedacht, weil Backline Dive und so klingt an sich ganz cool. Ich glaube, einer der Gründe ist, dass Tahm Kench bei Hard-Hard countert. Ja. Weil du Ich glaube, ja. sie ist einfach ein schlechterer Nocturne und so. Ich glaube auch, Die, ihr du Pre, hast gar ihr nicht Pre, Range, ja. Pre-6, ihr Pre-6, damit kannst du doch was machen. Mehr als Nocturne, aber danach sind so viele Champs einfach besser, I guess. Wobei, ich glaube, ich werde die mal ausprobieren in Solo-Queue. Klingt eigentlich gar nicht so bad. Muss wahrscheinlich echt schlechte Zahlen haben, weswegen sie nicht gespielt wird. Und Ja. eine Sache, die ich gerade noch gesehen habe, Atox Jungle. Haben Ja, wir den ja. gesehen bei Worlds? Nein, kein Stück. Aber das liegt auch einfach daran, dass er fucking busted ist auf Top-Mitte. Das stimmt, ja. Also es gibt keinen Grund. Also auch, also ich meine, habt ihr den geflext oder Das war war das SK? SK. SK, ne? Ja. SK Ja, hat ihn ja SK hat den geflext. geflext. Und ich Aber finde. das war auch jetzt echt nicht so gut im Jungle. Jo. Also ich bin halt. Keine Ahnung, wie du es siehst. Also hau du mal raus, wie du ihn im Jungle siehst. Ich denke, also ich finde den Champ, ich habe den auch an sich ausprobiert. Ich glaube, der ist, auch wenn er übel stark ist, sehr skillabhängig. Also in meinen Händen hat er sich mega clunky angefühlt. Und das Problem, was er im Jungle hat, ist, dass er, wie ich finde, du kannst nicht für First Item Black Cleaver gehen und Resolve fühlt sich im Jungle auch echt schlecht an, was dich insane squishy macht. Ja. Das heißt, bis du eigentlich dein Black Cleaver hast, bist du so squishy und verlierst, denke ich, auch gegen die meisten Jungler des 1v1 die Flexbarkeit und Aatrox als Champion sind halt immer noch stark. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man den vielleicht doch sehen wird auf Worlds im Jungle. Also der ist an sich gar nicht schlecht, wenn den ein guter Jungler spielt. Wie jetzt einen Self-Madman oder meinetwegen auch Double Aim, die bei EU Masters den gespielt haben. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man darauf auch Impact haben kann. Also ich denke, er ist gar nicht so bad, actually. Ich denke, den könnten wir schon noch reinpacken zur C-Tier. Können wir Auch gerne wenn wir machen. ihn null gesehen haben, glaube ich, dass er auf jeden Fall auch Potenzial hat, auch bei Worlds gespielt zu werden. Ich glaube wirklich, dass das Problem von ihm. Ich glaube, ich würde ihn fast B-Tier packen. Weil ich glaube, legit, dass er echt gut ist. Ich glaube, das Ja, Problem ist ja, einfach, ja. dass er fucking busted ist auf den Solo-Lanes. Und dass es mehr gute Optionen im Jungle gibt, als auf den Solo-Lanes, weißt du? Also, dass quasi Aatrox und Ugot. Oder Aatrox von mir aus alleine ist so fucking strong top Mitte, dass du nie einen Grund hast, ihn in den Jungle zu schicken, weil du im Jungle hast du halt immer noch einen ganz coolen Pick oder einen ganz nicen Pick oder irgendwas, was sich gegenseitig countert. Auf den Solo denkst du dir einfach so, warum muss ich gegen den Hurensohn spielen? Das ist ja übel scheiße. Und ich glaube, das ist das, warum wir ihn nicht im Jungle sehen werden.
Aber ich glaube, an sich wäre er gar nicht schlecht. Da stimme ich dir zu. Es gibt manche Leute, die Aatrox Jungle spielen, laut Quellenprobe. Ja, das ist auch interessant als Flex. Apropos Flex, Hecarim. Unglaublich starkes Matchup gegen Aatrox auf der Top-Lane. Wäre ein guter Pick, wenn er flexbar wäre. Ist aber im Jungle Garbage, oder? Ja, also mit Hecarim. Der war früher war der ziemlich gut, aber der wurde auch so oft genervt, als er noch busted war. Und der war auch vor allem in der Beta gut, wo du, bevor sie haben, glaube ich glaube, Ryze hat zweimal die XP von Camps genervt. Und bevor sie das gemacht haben, warst du als Jungler nach 3 Minuten eigentlich immer Level 4 und hast mit Hecarim so viel Impact gehabt. Das heißt, wenn du dann irgendwie Level 4 warst, als die Enemy-Laner noch Level 3 und 2 waren und damit Ghost oder so gegankt hast, das war übel insane. Aber sowohl die Jungle-XP-Nerfs und auch die Heka-Nerfs an sich macht ihn unspielbar. Der ist übel squishy. Die neuen Runen sind auch nicht gut für ihn. Das heißt, alle würden jetzt sagen, oh, du nimmst einfach Predator, hast insane Ganks, aber der ist schon gut useless. Ja, ich bin Also bei dir. der stirbt einfach gegen jeden Vor allem Jungler, das habe ich Ding das ist, du Gefühl. kannst ja gar nicht Predator gehen, weil du brauchst ja Face Rush. Weil sonst nimmt ja jeder Slow von dir 7000 AD runter. Aber andererseits kannst du auch nicht Predator gehen, weil dann hast du ja keine Ganks. Oder schlechte Ganks. Ah, ist, Ja, nee, ich ist glaube, einfach Garbage. So. Und vor Jungle allem, Champ ist einfach schlecht. stell dir mal die 1v1s vor, so, da ist ja gar kein Spaß mehr. So. Genau. Und vor allem, die Leute stellen sich halt immer das 1v1 vor, die Sim gegen Hecarim. Hecarim kommt mit 8000 Movement Speed an, aber so ist das 1v1 nicht. Das 1v1 beginnt mit einem Lee Sin Q und dann geht's los. So. Ja. Das ist der Start der Party. Okay, Und ja. ja. Sein Jungle Clear ist auch. Ist zwar recht schnell, aber du droppst recht low. Und wenn dich irgendeiner dieser Jungler findet im Jungle, dann adieu. Das tun sie aktuell, weil das Pathing ja dann doch. Ja, es hat halt auch viel mit der Scuttlecrab zu tun, die sehr wichtig ist und die kannst du als Heker einfach nicht contesten. Wenn du Ja. E benutzt, um die Scuttlecrab selbst zu machen, bist du für 20 Sekunden komplett wehrlos, spielst den auch ohne Flash, das heißt, wenn der Enemy Jungler dann da ist, dann bist du tot. Und wie gesagt, also der Champ ist so übel squishy, wird von allem gekillt und hat dann auch nicht mehr wirklich außerordentlich gute Ganks. Okay, ich habe noch zwei letzte Fragen. Elise wurde übel oft erwähnt, weil sie auch gebufft wurde vor den Worlds und viele sich da scheinbar Hoffnung gemacht haben und sie Early Game ja auch als sehr stark gilt. Was ist das Problem von Elise? Boah. Ich glaube, sie ist zu unflexibel. Sie hat halt nur diese eine Richtung. Sie hat im Early Game gute Ganks und gutes Dueling. Aber danach bringt sie nicht mehr viel mit als Champion. Und die Item und Runen, die du auf ihr nehmen kannst, sind recht beschränkt. Ich habe das Gefühl, Elise, sobald du Runic Echoes, Penetration Boots und Oblivion Orb hast, dann ist dein stärkster Punkt im Spiel. Und dann alles, was danach kommt, ist eher so meh. Du Ja, kannst dir noch Zone Deaths selbst kaufen und ein so. Rylai oder sowas noch geht, ist ja auch nicht nice. Ja, Proxy ist das ja nur mit einer willst du eigentlich Fähigkeit. haben. Ja. Also, wenn Argorin die spielt, ist die gut. Meistens. Wobei mir alle anderen Champs von ihm eigentlich mehr gefallen als Elise. Und ich denke, abgesehen davon ist sie ist einfach zu einseitig. Ihr Level 2 ist recht bad. Das heißt, Scuttlecrab kannst du nicht wirklich contesten, weil du mit Level 2 Elise kein 1 gegen 1 gewinnst. Ah, Ab Level true. 3 ist es schon einfacher. Aber mit jedem anderen Jungler, den wir hier auf der Liste haben, selbst ein Nocturne hat mit Q&E ein ziemlich solides Level 2. Vor allem ist ja auch Und die Art des CCs ist ja auch ein Problem. Also du hast ja, Kukulu ist ja einfach nur ein Stun und das ist halt fucking boring, wenn du es vergleichst. Xin hat Knockup, Lee Sin hat Knockup, Talia hat Knockup, Kragas hat Knockup, Jarvan hat Knockup, das sind Aatrox hat Knockup. Das sind halt alles CCs, wogegen Mercs auch weniger wichtig sind. Aber die Elise ist im Late Game eigentlich nur ein Stun-Bot und ein Stun-Bot ist halt bad. Wenn willst du halt ein Knockup-Bot, so, weil das ist halt wenigstens noch cooler noch CC. Und die Elise wird dir nie das perfekte Target finden. Weil du kannst mit der Elise nicht flanken. Oder solltest du es zumindest nicht? Und wenn du auf den ADC springst, stirbst du einfach. richtig. Und eine Sache, die, woran wahrscheinlich keiner denkt, aber die mir aufgefallen ist, eine Sache, ist, dass du mega oft Comps hast, mittlerweile, wo deine einzige AP-Source der Midlaner ist. Das heißt, du hast oft einfach Triple Top-Lane in Tank, AD Jungle und dann in AD Carry. True. Und den Midlanern, das habe ich heute auch, wir haben also heute in der Sinn League haben wir gegen Maus gespielt und im zweiten Game, als Jelax LeBlanc gespielt hat und wenn der zwei Penetration-Items hat und wir haben drei AD-Champs und die Gegner kaufen nur Armor, dann kann ein Champion wie LeBlanc so viel machen im Game. Und davon gibt es, glaube ich, gerade eine Menge Champs. Auch sowas wie Akali oder Syndra, die übel insane von Penetration-Items profitieren. Wenn du da einfach keinen AP-Jungler hast, wogegen die Gegner dann einen Hex-Drinker kaufen oder Mercs,
dann hast du so viel mehr Impact mit diesen Gems. Das Ding ist ja auch, dass sich die Items ja vor einiger Zeit verändert haben. Also früher warst du ja, du hast ja Morellus gebaut und dann hattest du zum Beispiel jetzt coole Optionen Ludens. Na? Und dann wärst du danach erst bei Magic Pen gegangen. Aber jetzt ist ja quasi dadurch, dass das Ludens ein allumschließendes Item ist, was dir alles gibt, ist es bei mir ganz oft so das Gegenteil quasi von Elise. Ich kaufe Ludens und dann denke ich mir, oder von mir aus auch selber Elise, ich kaufe Ludens und dann denke ich mir, ja, eigentlich bin ich Vollbild. Was hole ich mir an? Ja, Rabadus macht doch keinen Sinn, ich habe noch keine AP, Voidsurf, die Gegner haben noch gar keine MR. Rylai's, boah, ist irgendwie kacke, die Andris, weiß nicht. Ja, baue ich doch mal Double Magic Pen. Ist einfach so, es ist so goldeffizient, es ist so intuitiv und es gibt ja halt immer Instant Power Spikes, das auf Midlane auch einfach super nice ist. Ja, richtig. Und kaum, also du hast keine Runen mehr, kriegst keine MR mehr durch die Runen. Und wenn du dann, keine Ahnung, Ninja-Tabi kaufst, als Jungler, dann hast du, wenn der Enemy Double Penetration hast, hast du, keine Ahnung, Warrior, Ninja-Tabi's Phage. Ja. Und wenn dann LeBlanc kommt, mit einer Combo, bist du einfach down. Ja. Und da Akali. Und das ist halt, wenn du Elise spielst, dann kaufe ich mir einfach einen Hextracker. Das war auch gegen ESG so, als ich Xing gespielt habe. Die pick Elise, ich kaufe mir einfach Mercs Hextracker. Und da können weder Midlane noch Jungle irgendwas auf mich machen. Ich kann einfach jeden Bushface checken, für Vision gehen. Hab so viele Freiheiten. Das ist auch generell das Ding. Midlane wird aktuell so viel gegankt. Und hatten wir es nicht sogar in einem Game? Ich glaube, wir hatten irgendwann mal Talia Ryze oder so als Combo während der Worlds. Ja. Und die haben halt auch legit keinen Damage mehr gemacht. Richtig. Und ich würde auch Talia spiele ich am liebsten, wenn ich habe was, also entweder mit Zion, Aatrox oder Urgot Mitte. Weil das sind die perfekten Champs, die so eine Talia absetten können. Und dann bist du quasi der Double Penetration hat und dann jeden zerlegt, weil alle Armor kaufen wegen 3 AD-Champs. Ja. Also ich denke, nur eine AP-Source zu haben mittlerweile ist ziemlich gut. Und deswegen ist Elise für mich nicht so ein guter Champ, weil sie auch nicht so die gute Synergy hat mit diesen AD-Midlanern. Also ich denke, sie ist eigentlich immer fein mit sowas wie Aatrox, Urgot und Zion, aber sie kann einfach im Late-Game diesen AP-Damage nicht anbringen. Ja. Als Elise kriegst du den AP-Damage nicht durch, mit Talia schon. Das ist halt eben echt so ein bisschen das Ding. Aktuell gibt es weniger AP, Elise zu gehen, weil die Gründe einfach... Alle anderen können quasi das, was du mit dieser Elise erreichen willst, besser. Und es gibt sogar bessere Blindpicks, also nicht mal das für eine Option. Letzte Frage, weil mein Cutter mich sonst die ganzen nächsten 70 Tage dafür nerven wird. Was ist mit Warwick? What? Warwick? Ja. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, der Champ ist einfach bad. Ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Mal Warwick gesehen? Ich erinnere mich daran, als ich bei ESG Support gespielt habe, hat Lababe manchmal Warwick. Wir haben Warwick in der Meta gesehen, wo Elise Meta war. Wo Elise... Boah, wer war denn da nochmal Meta? Wo ganz viel Early Crap gespielt wurde und Warwick wurde irgendwie gespielt, weil er da hat Xerxes den ausgepackt. Ich glaube Spring Split so. Keine Ahnung, Mann. Aber das Ding ist halt, seine Gangs sind halt auch Garbage bis 6 so. Ja. Warwick. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin ein Laner und ich spiele gegen Cinzao oder Warwick oder Nocturne oder Warwick, dann habe ich jetzt nicht so viel Angst vor einem Warwick-Gang. Ja, vor allem, weil die Ultimate ja blockbar ist. Du hast einfach Jump mit CC, cool. Aber entweder wird es das eine oder das andere so. Und du kannst auch noch missen. Das ist ja das Schlimmste. Das fühlt sich ja komplett selbst erschießend an. Ja, also da machst du nicht viel. Okay. Ich würde sagen, wir sind hiermit am Ende angekommen. Willst du noch irgendeinen Champion in ein anderes Tier packen? Lass mich mal nachschauen. Ich überlege gerade, ob ich einen dieser B-Tier-Champions ins A-Tier schieben möchte. Aber ich glaube tatsächlich, das ist alles ganz gut beieinander, so wie es da ist. Ja, nee, ich bin zufrieden damit. Ich bin auch bei dir. Also, dieses Aatrox-Ding ist halt ein bisschen tricky, weil es könnte sein, dass wir uns da irren, weil wir es einfach noch nicht gesehen haben. Ich denke, selbst wenn jemand Aatrox-Jungle spielt, ist er trotzdem nicht A-Tier-Waffy. Weil der Champ, ich glaube, der macht im Jungle nicht so viel. Nee, ich meinte eher zwischen B- und C-Tier quasi. Ah, okay. Also, es könnte quasi sein, dass der Champ gar nicht so gut ist oder gar nicht ausreicht für Competitive, aber wenn ich mir vorstelle, was ein Aatrox quasi in ein Team reinbringt, das ist völlig fein. Du brauchst halt dann einfach nur ein Gauge über eine andere Rolle, aber das ist ja machbar. Und ich glaube schon, dass er gut ist. Und ich glaube, dass es quasi nicht daran scheitert, dass er ein schlechter Jungler ist, sondern dass es scheitert, dass er halt einfach broken ist. Und ansonsten, nee, finde ich die Unterteilung gut. Bei Camille kann man wahrscheinlich noch diskutieren, was er halt noch so. Aber dadurch, dass das Pathing auch predictbarer geworden ist, ist Camille auch schwächer geworden, finde ich. Weil die Early Ganks sonst. Also, wenn du eine Camille in überraschenden Ganks setzt, bist du meistens echt richtig tot so.
weil der Stunt so nice ist, aber aktuell passiert sowas nicht. Ja. Gebe ich dir zu. Ja. Was mit Ränge und so, Leute, das sind alles, das sind Solo-Queue-Heroes. Ist Camille nicht zumindest Solo-Queue-Est hier, auch da sieht man sie weniger. Du hast natürlich Optionen, so Camille Level 2 mit den Gang habe ich immer Angst vor, aber ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich glaube, Camille ist noch schlechter als Solo-Queue. Ja. Das Ding ist auch einfach, dass Leute sich immer vorstellen, eine Camille kommt aus dem Jungle, hat einen Triforce, einen Warriors und der Gegner nicht. So. Und dann zerfickt sie halt einfach alles. Aber Camille hat das krasseste Scaling fast in-game von allen Bruisern. Und im Jungle bist du nicht reich. Ja. Und im Jungle möchtest Level. Du stark sein. Ja, im Jungle möchtest du stark sein, sobald du der Warrior hast. Und das reicht bei Camille nicht. Ja. Okay, allerletzte Sache noch. Shyvana. Ja. Dogshit. Dogshit. Wenn selbst Agorin sie nicht mehr spielt, dann... Das ist das Ding. Ich habe irgendwann mit Noah auch gesagt, wenn du kannst einfach Grosskurs Elo sehen und siehst, wenn er sinkt, ist Twisted Fate Dogshit. Und wenn der gute Agorin selbst nicht mehr Shyvana spielt, dann ist er auch Dogshit. Okay, Leute, damit sind wir am Ende angekommen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du mitgemacht hast. Schaut mit meinem lieben Don Arz mit einem S am Ende vorbei. Ne? Link in der Beschreibung. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wir werden die Liste im Zweifelsfall dann nochmal updaten, wenn es Richtung Preseason geht. Dann vielleicht auch mit mehr Blick auf die LCS oder auf Solo Queue, je nachdem, was gerade die höchste Liga ist, die wir erreichen können. Oder ICL-Meisterschaft. Werden wir mal schauen. Ja, aber vielen Dank fürs Reinschauen und danke nochmal an dich, dass du teilgenommen hast. Ja, alles klar. Danke, dass ich hier sein durfte.